notwendig erwiesen. Entschuldigen möchte ich mich dafür, dass wir heute, wo wir es alle gebraucht hätten, keine guten Garderobemöglichkeiten hatten. Aber Sie haben bemerkt, wir sind im Umbau begriffen. Alles soll anders und schöner werden für uns und auch für Sie. Die schönen Tage von Ranches sind vorüber. Wir sind ja jetzt vom Urlaub wieder zurückgekehrt in den politischen Alltag und erleben ja Lebenswirklichkeiten in der Politik, wenn wir Radio aufdrehen oder den Fernseher einschalten. Eigentlich lauter Grauslichkeiten, die uns nicht sehr freuen. Aber ich freue mich, dass sich doch ein so breites Publikum heute bei dieser ersten Herbstveranstaltung des Akademikerbundes begrüßen kann. Aber noch mehr freue ich mich, dass ich einmal mehr unseren Vortragenden und Referenten ganz besonders herzlich begrüße, der uns ja schon mehrfach zur Verfügung gestanden ist. Und heute haben wir ein Thema, ich glaube, das ist wirklich ganz zeitnah, Meinungsfreiheit oder Zensur. Die Wahrheit auszusprechen ist ein revolutionärer Akt. Das habe ich noch unten angefügt, weil ich glaube, dass das sehr kennzeichnend für unsere Zeit ist und dass das, was uns der Dr. Holländer erzählen wird, aus der juristischen Seite, das kann ich nicht, weil ich bin kein Jurist, hat ja sozusagen ein gesellschaftspolitisches Vorfeld. Und ich möchte versuchen, wenn es mir gelingt, mit ein paar Dingen Sie dort hinzuführen, weil das, was passiert auf der juristischen Seite, immer gesellschaftliche Voraussetzungen hat. Sonst wäre es nicht so gekommen, wie es jetzt eben schon ist. Und wir leben in einer Zeit, wo es darum geht, dass in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, sozusagen Wirklichkeiten und Wahrheiten geschaffen werden. Es geht nicht um die echte Wahrheit, es geht auch nicht um die wirkliche Wirklichkeit, so wie wir sie erleben. Unsere Jungen zeigen uns ja, dass das nicht immer notwendig ist, wenn sie da in ihr Handy hineinschauen. Die leben oft in einer virtuellen Welt, aber uns wird zum Teil eine virtuelle Welt aus bestimmten politischen, wirtschaftlichen und anderen Hintergründen eigentlich aufgezwungen. Und ich habe vorweg einmal versucht, man dachte, was fällt mir denn ein an solchen Dingen, die wir alle wissen und alle auch bemerken, dass es so nicht ganz stimmt. Das hat mit der juristischen Seite noch lange nichts zu tun. Ja? Wenn zum Beispiel behauptet wird, Österreich sei ein reiches Land. Naja, wenn ein Land mehr als 240 Milliarden Euro Schulden hat, umgerechnet etwa 80% des BIP, und jeder von uns mit 31.000 Euro belastet ist, bis zum kleinsten Baby, dann kann dieses Land eigentlich nicht reich sein und man muss eigentlich um die Zukunft, zumindest der nächsten Generation, bangen. Dann kennen Sie ja aus Radio, Fernsehen, verschiedensten Journalen den Slogan, die Zuwanderung, die ja eine steigende ist, nicht einzubremsend ist, bedeutet eine kulturelle Bereicherung. Dass dabei zugleich unsere eigene Identität irgendwann verloren geht, das sagt niemand dazu. Und in der Süddeutschen habe ich, das liegt schon eine Zeit zurück, einen interessanten Artikel gelesen, zum Beispiel über den Marshallplan. Weil bei uns ist gängige Meinung, dass eine unglaublich großherzige Aktion der USA gewesen, die den Deutschen und zugleich den Österreichern wieder auf die Beine zu helfen. Nun, in der Süddeutschen las ich dann, der CIA ist ein russisches Dokument in die Hände gefallen, und zwar ein Aufmarschplan der Roten Armee zur Eroberung von Westeuropa. Was war die amerikanische Konsequenz? Ja, wenn das so ist, dann müssen wir die Deutschen sehr rasch auf die Beine bringen. Wirtschaftlich und militärisch
weil die sollen dann erstens mitkämpfen und zweitens, wenn es ein Schlachtfeld gibt, dann soll das Deutschland sein und nicht unbedingt Frankreich. Dann ein anderes Wahrwort in Gänsefüßchen, ein Ziel sei für die Regierung die Bildungsgesellschaft, weil dort läge die Zukunft, das ist im Prinzip richtig. Aber doch alle unsere Schulreformen, die ideologisch bedingt sind, zeigen etwas ganz anderes. Gesamtschule, Ganztagsschule, die neue Mittelschule bedeuten eine leistungsfeindliche Nivellierung nach unten. Auch ein weiteres Wahrwort ist, der Islam ist eine Religion des Friedens und des Dialogs. Und die Fundamentalisten, die so leben wollen wie der Prophet im 7. Jahrhundert, die IS-Leute zeigen uns eine andere Wahrheit im Irak und in Syrien. Und wir erleben alle täglich, in den Nachrichten zumindest, den Ukraine-Konflikt. Und durchgängig, ob es ein deutscher Sender ist oder ob es die österreichischen Sender sind und die Zeitungen detto, Schuld immer der Putin. Und das ganze Problem wird immer personalisiert, zugespitzt auf seine Person. Und da habe ich gestern zwei interessante Aufsätze gelesen im Internet von Willy Wimmer. Das war ein Berater von Helmut Kohl und zu dieser Zeit auch Staatssekretär. Und der meint, dieser Konflikt in der Ukraine wurde von den USA von langer Hand geplant und vorbereitet und sei ein Teil der Einkreisungspolitik der USA gegenüber Russland. Sie sehen, dass also Wahrheit und Wirklichkeit oft sehr divergent sein können. Und wenn man die Ziele hinterfragt, dann geht es sicher aus mehreren Motiven so zur Sache. Es ist nicht so, dass man sagen kann, die Amerikaner als großer Hegemon, die wollen die anderen Länder sozusagen in Abhängigkeiten bringen, das ist sicher nicht ganz falsch. Aber es gibt auch andere Hintergründe, die sind wirtschaftlicher Natur und gesellschaftlicher Natur. Wenn Sie denken, es geht heute sicher darum, in der EU ohne Frage auch, dass wir heute einen wurzellosen, einheitlichen Menschentyp schaffen wollen, also irgendeinen Massenmenschen, ein leicht lenkbares Produkt. Daher muss man die Nationalstaaten abschaffen, daher braucht man eine zentrale Verwaltung, daher muss man alles regeln, bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein. Ich möchte gegen diesen Trend dagegenhalten die Ansicht des Geschichtsphilosophen Oswald Spengler, der meinte, es gibt in der Geschichte gar keinen linearen Fortschritt, so wie man uns immer glauben macht. Alles wird immer besser, alles wird immer moderner und es muss nur zeitgemäß sein und das ist das Beste und was dahinter liegt, das sei schon das Schlechte gewesen. Er sagt, es gibt eben diesen linearen Fortschritt nicht und er hat schon sein Buch Der Untergang des Abendlandes, ein schöner Titel gewesen, das war aus 1918 oder 1919, da hat er gemeint und heute ist das ja mehr oder weniger schon eingetroffen. In Europa verschwindet die kulturfähige Bevölkerung. Den alten Kulturraum würden am Ende primitive Volksmassen bewohnen. Unsere EU definiert sich immer als Wertegesellschaft, doch die ethischen und moralischen Fundamente in Europa, in unserer Gesellschaft, sind ja längst aufgeweicht. Das Abartige und das Beliebige gelten als Normalität und wird uns von Netzwerken der Gutmenschen eben als gesellschaftlicher Fortschritt aufgezwungen. Sie erinnern sich, das Parlament in Brüssel hat sich für die Bekämpfung der Homophobie und für die Anerkennung der Homo-Ehe ausgesprochen.
Die Rechte der Homos, der Lesben und der Transsexuellen müssen in allen Lebensbereichen in der Gesetzgebung berücksichtigt werden. Und von linken Frauenorganisationen und Lesbenorganisationen ist es ihnen nicht neu, das habe ich schon x-mal gehört, dass Abtreibung, also die Kindestötung, verlangt wird, dass es unter die Menschenrechte aufgenommen wird. Zu dieser neuen Gesellschaft und zu diesen neuen Menschen gehört natürlich auch dazu, dass man diese Menschen kontrollieren muss. Man muss sie gläsern machen. Und der große Bruder jenseits des Atlantik hat uns über die NSA gezeigt, wie das geht, indem man täglich Milliarden, und das stimmt wirklich, zig Milliarden Handydaten abgreift und nicht nur die Inhalte, sondern auch die Bewegungsprofile abspeichert. Die EU hat die umstrittene Vorratsdatenspeicherung eingeführt für 6 Monate. Bei uns ist sie gekippt worden vom Verfassungsgericht. Das hat bedeutet Telefonverbindungen, E-Mails und SMS, also 6 Monate zu speichern. Außerdem, aber das gilt noch, werden Fluggastdaten und länderübergreifender Zahlungsverkehr ebenfalls gespeichert und vorhin weitergegeben an die USA. Also das habe ich schon gesagt, es werden uns von der Politik und von den Medienkonzernen weltweit täglich andere Wirklichkeiten vorgegaukelt, Hintergründe, Absichten, Ziele und Folgen dieses Agierens, zum Beispiel die Sanktionspolitik jetzt. Jetzt heißt es, wir sollen nur nicht in Panik verfallen. Es werden heuer 750 Millionen Euro sein, die wir Schaden haben und vielleicht 5.000 Arbeitsplätze. Aber im nächsten Jahr können schon 3 Milliarden Euro Schaden sein. Also hier wird geschehen Dinge, die man nicht will. Und wenn Sie vielleicht gesehen haben in den beiden letzten Tagen, wie die EU getagt haben, wie betreten eigentlich die Gesichter der europäischen Politiker gewirkt haben und auch der Frau Merkel, die sozusagen als Schoßhündchen des amerikanischen Präsidenten diese Sanktionspolitik vorantreiben muss. Die wissen alle, dass sie es eigentlich nicht wollen. Und nachdem die Russen so böse sind in Gänsefüßchen, muss man es aber wollen, weil es die Amerikaner einfach verlangen. Aber das ist die Gegenwart. Und da fällt mir noch ein Satz ein vom deutschen Literaten Walser. Der hat einmal geschrieben, was uns heute als Vergangenheit gezeigt wird, ist ein Produkt der Gegenwart. Wir können heute nicht einmal mehr sicher sein, dass die Vergangenheit so stattgefunden hat, wie sie uns gezeigt wird. Und der neue EU-Kommissionspräsident, der Jean-Claude Juncker, hat das schon mehrfach gesagt. Immer wenn es ein bisschen unangenehm wird, dann muss man lügen. Eines der wichtigsten Werkzeuge in der Politik ist die Lüge geworden. Und ein ganz wichtiges Werkzeug zur Aushebelung unserer bürgerlich-christlich-abendländischen Gesellschaft ist die Political Correctness, also die guten Menschen, die uns immer sagen, in jedem Bereich, wo es lang geht, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Jetzt könnte ich ja noch jede Menge aufzählen, was vorhin gegen rechts alles wir nicht sagen, nicht tun dürfen und wo die Alarmisten sofort aufschreien.